Ich reise sehr gerne, aber ich war noch nie in Asien. Kambodscha ist ein geheimnisvolles Land. Über 1,7 Millionen Menschen wurden unter dem ehemaligen Regime der Roten Khmer unter Führung von Pol Pot zwischen 1975 und 1979 gefoltert und getötet. Über mehrere Jahrzehnte war Kambodscha Schauplatz verschiedener Kriege. Erst in den frühen 90er Jahren konnte zwischen den vier Kriegsparteien ein Friedensvertrag abgeschlossen werden. Noch heute sind an der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand viele Minen vergraben. Wie auch immer, das antike und schöne Angkor Wat lockt mich. Trotz der Bedenken meiner Familie und meiner Freunde entschloss ich mich, die Gelegenheit zu ergreifen. Siem Reap, ich komme. Die Tempel sind beeindruckend. Sie wurden vor über 1000 Jahren erbaut. Die antiken Khmer-Könige hatten die Idee, Gott auf die Welt einzuladen. Deswegen wurden die Tempel so gebaut, wie es nach ihrer Vorstellung im Himmel aussieht. Der Bau erforderte mehr als 900.000 freiwillige Arbeiter, tausende von Elefanten und es dauerte 37 Jahre, bis er vollendet war. Es stellte sich heraus, dass das Geschäftsviertel von Siem Reap ein sehr geschäftiger Ort ist. Die Tuk-Tuks, die örtlichen Taxis, sind überall und man kann sie jederzeit mieten. Eine Fahrt in der Stadt kostet zwischen 2 und 5 Dollar. Es gibt in Siem Reap viele nette Bars und Restaurants. Eine der Straßen wird wegen der Vielzahl der Kneipen auch die Pub Street genannt. Kambodscha ist der aufgehende Stern unter den fernöstlichen Ländern. Der in Siem Reap auftretende Zirkus ist einer der besten, den ich bisher gesehen habe. Der in der Nacht stattfindende Markt ist riesig. Es ist sehr interessant und die Preise der angebotenen Waren sind niedrig. In dem Gebäude, wo der Markt stattfindet, habe ich eine sehr schöne Bar gefunden, deren Dach ausschließlich aus Bambus besteht. Hier kann man ein kaltes Angkor-Bier für 50 Cent und einen Cocktail für 3 Dollar bestellen. Der Markt ist ein sicherer Platz. Auch in Siem Reap kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit gefahrlos herumgehen. Ich besuchte auch eine Seidenfarm in der Nähe von Siem Reap.
Dort wird die traditionelle Technik zur Herstellung von Seidenprodukten benutzt. Die Produkte sind von hoher Qualität. Für die Herstellung von Seide wird viel Handarbeit benötigt. Die Produkte aus Seide sind sehr schön. Das schwimmende Dorf ist ein atemberaubend schöner Platz. Die Menschen leben auf dem Fluss und leben von dem Fluss. Sie haben kein fließendes Wasser, keine Kanalisation, von Computern gar nicht zu sprechen. Sie fischen in der Regenzeit und in der Trockenzeit bauen sie Reis an. Die meisten Menschen in Kambodscha sind arm. Sie arbeiten und versuchen so genug zu verdienen, um ihre Familie ernähren zu können. Die Menschen hier sind sehr neugierig und sehr freundlich zu den Touristen. Hier sehen wir eine Frau, die Zuckerrohrsaft herstellt und verkauft. Als sie sah, wie groß ich bin, schrie sie auf und rannte auf mich zu. Ich bin 2 Meter und 6 Zentimeter groß. Diese Szene wiederholte sich während meiner Reise mehrere Male. Ich musste mich immer für ein gemeinsames Foto bereithalten. Kambodscha ist ein schönes Land. Es hat eine lange Geschichte und eine reiche Kultur. Die Leute sind freundlich, arbeiten hart und sind sehr aufmerksam. Nach der langen Kriegszeit scheinen die Menschen in Kambodscha den Frieden wirklich zu schätzen. Wenn man aus einem wohlhabenden Land wie den USA kommt, ist es schockierend, so viel Armut zu sehen. Wie auch immer, durch die Freundlichkeit der Leute fühle ich mich hier sehr willkommen geheißen. Die kambodschanische Wirtschaft erholt sich stetig und wächst dank harter Arbeit und durch die Hilfe internationaler Organisationen sowie den Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft. Wenn Sie eine unvergessliche Reise machen wollen, kommen Sie nach Kambodscha. Sie werden eine fantastische Zeit haben und Sie helfen mit dem Geld, das Sie vor Ort ausgeben, dass der Fortschritt finanziert werden kann, der allen Kambodschanern zugutekommt. Rapida, muy pi, pro tu clearing, risa, majen.